So, ihr Mäuschen, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein und wieder ohne den Papi fertig werden, wenn es auch schwer fällt. Aber ich brauche ja auch mal Urlaub. Jetzt aber rein ins süße Leben. Und bringt mir das Vögelchen gesund ins Nest zurück. Bye, bye. Ihr Wagen ist dabei? So soll's sein. Danke. Ich Ihnen auch. Au revoir. Gute Fahrt. Das wollen wir gemeinschaftlich hoffen. Dass ihr mir nicht unter die Räder kommt. Hallo, Sie. Schmusebackel. Würden Sie Ihren Kachelofen freundlichst beiseite stellen? Man möchte passieren. Na, ist denn der Mensch hartnäckig im Verkehr? Laden Sie die Damen doch mal in Ihr Zelt ein, Sie Pfadfinder. Ja, noch ein Küsschen. Ciao. 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 Wir haben eine Anweisung bekommen, für Sie zu reservieren und die Kosten der Bank von Frankreich zu berechnen. Na, dann berechnen Sie mal großzügig. Ah ja, und wenn Sie zufällig einen Pagen frei haben sollten, schicken Sie mir das Gepäck rauf. Oder eine Pagin. Das Freimachen übernehme ich dann. Guten Abend. Zwei Creole-Screen, bitte. Monsieur? Zwei Creole? Sie sind wohl neu hier. Ich bin so frei. So, dann merken Sie auf, außer Frauen und Hunden ist es meines bester Freund der Creole-Scream. Notieren Sie. Alles im Köpfchen. Einen Schuss weißen Rum, etwas bitter, einen Schuss Wermut, gut gekühlt, nicht mit Eis und drei Spritzerchen Grenadin. Alles in den Mixer, dazu einen Löffel zerstoßenes Eis. Gut schütteln, dann durchsieben und einschenken. Obendrauf eine Olive. Zwei? Was haben Sie gesagt? Gar nichts. Entschuldigen Sie, das war der Kleine hier. Zwei gehören rauf, sonst hat ja alles gestimmt, bis auf das Kernobst. Zwei Oliven. Und dann können Sie beobachten, wie die Kullerchen ganz behutsam aneinander plautzen. Es muss natürlich etwas Wunderbares sein, wenn zwei Oliven ganz behutsam aneinander plautzen, aber auf dieses tiefe Erlebnis werde ich verzichten. Für mich nur eine. Aber Sie werden doch kein Pärchen zerreißen. Warum nicht? Das ist brutal. Also zwei. Sie werden es mir dereinst danken, glauben Sie. Würden Sie sich gütigst aus meinem Getränk raushalten? Eine. Zwei. Ich halte mich prinzipiell aus allem raus, aber nicht aus Ihren Drinks, Kapellmeister. Moment mal, was war denn heute Abend? Eine Meinungsverschiedenheit. Und Sie bezeichnen sich als Sieger? Seien Sie froh, dass Sie für dahin ohne Schnabeltasse auskommen. Ich bin doch voll da gewesen. Na, der kräftigsten einer sind Sie doch nicht. Was bin ich nicht? Haben wahrscheinlich als Kind schon gekränkelt, ein bisschen schwach in der Lände. Wenn Sie noch mal einen Gang wollen, können Sie kriegen. Und wo? Drinnen oder draußen? Diesmal haben wir nicht die Auswahl. Also dann mal aufgeben. Keine Menschenseele, aber die Kerzen brennen. Dracula ist endlich sein Bandwurm los. Happy Bandwurm to you. Happy, hey. Looky, looky. Hier ist ja ein Konterfei von eurer Lordschaft verbogener Visage. Von mir ein sehr hübsches. Eins von uns beiden. Sie kommen noch nicht gut eins. Auf Fotos, was? Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Was haben Sie da? Was ist das? Das ist eine Schnitte, Zeitungsausschnitte. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier vielleicht... Die besteht praktisch darin, festzustellen, ob die Nixe ein Muttermal hat. Also eine Generalinspektion ohne Ölwechsel. So ist es. So wie Sie aussehen? Was ist denn mit meinem Aussehen verkehrt? Direkt verkehrt ist gar nichts mit Ihrem Aussehen. Vielleicht ein bisschen zu würdevoll, zu steif, zu angezogen. Nichts Poppiges, verstehen Sie? Wollen Sie mir einen riesengroßen Gefallen tun, Wild? Den Tacho aus Ihrem Wagen ausbauen? Nein, wenn Sie jemals was Poppiges auf meinen Schultern sehen, bürsten Sie es ab. Ist das komisch, so jagt ein Scherz den anderen. Das ist immer die beste Lösung. Gleiche Chance für jeden, absolut fair, okay? Kopf, ich gewinne, Zahl, Sie verlieren. Zahl, Sie haben verloren, es hat nicht sollen sein. Ah ja, der Toilettenobolus. Das ist ja unglaublich. Man sollte es nicht für Möglichkeiten einfach unglaublich. Was ist unglaublich? Na, Ihr Gesicht. Wieso? Haben Sie was daran auszusetzen? Wie könnte ich wohl? Gestatten Sie, darf ich platzen? Danke. Sie haben das Gesicht eines Engels, ja. Bitte, ich möchte allein sein, na, ja? Na, und was habe ich denn da hinten eben erblickt? Da haben wir ja Ansätze für Flügelchen. Was Originelleres fällt Ihnen wohl nicht ein. Kennen Sie Mailand? Ich habe 2 Jahre da gelebt. Ja, eigentlich liegt es ja außerhalb von Mailand, ziemlich weit weg sogar. Ein klitzekleines, winziges Dörfchen, Pissilini. Tja, und da steht ein entzückendes kleines Kapellchen, das heißt der Schrein der Granden. Die Granden sind nun allerdings Spanier. Ja, das ist ja gerade das Schöne. Ein italienisch-spanisches Dorf. Darüber haben sich die Historiker seit Jahrhunderten den Kopf zerbrochen. Darf ich mal hin? Wollen Sie mich jetzt bitte endlich allein lassen? Wo war ich stecken geblieben? Ah, ja, bei der alten Kapelle. Ja, ich bin zigmal dort gewesen. Wissen Sie, ich habe eine Schwäche für diese alten Bruchbuden. Für diese altehrwürdigen Plätze. Die ergreifen mich im Innersten. Ich erlebe dort meine glücklichsten Augenblicke. Geben Sie es doch auf. Es hat wirklich keinen Zweck. In diesem Schrein, in dieser Kapelle also, da gibt es ein Wandgemälde von einem Herzen. Aber wie komme ich auf Herzen? Von einem Mädchen. Und dieses Mädchen, sagt man, ist das Schönste von ganz Italien. Nimmt es da Wunder, wenn man nur davor sitzen kann und schauen und schauen und schauen. Man fühlt sich dann als Mann so, wie soll ich sagen, so demelmutig. Ich bin sehr undiskret, aber ich möchte zu gern Ihren Namen wissen. Ich heiße Maria.
Maria, ich schwärme. Ich bin ein Schwärmer. Für das Lied und auch für Sie. Entschuldigen Sie, belästigt Sie dieser Mensch? Ist er ein Freund von Ihnen? Gott behüte, ich bin sein Psychiater. Falls er zudringlich geworden ist, tut es mir außerordentlich leid. Ich habe versucht, ihn unter Kontrolle. Sie können sich ewig bei mir beliebt machen, wenn Sie sich jetzt subtrahieren. Dieser Mensch verfolgt mich pausenlos. Sehen Sie, deshalb ist er in Behandlung bei mir. Verfolgungswahn. Sie gestatten, dass ich mich Ihnen bekannt mache? Brett Sinclair. Aha. Für meine Freunde schlicht und ergreifend Brett. Wie das vom Kopf. Für Sie, Liebling, wenn Sie wollen. Oh, was soll sie da erst zu mir sagen? nicht? Oh. Liebling. Oh. Nanu, hat hier einen Dampfer angelegt? Nehmen Sie sich doch was. Ja. Freunde von Ihnen? Also im gleichen Kirchenchor waren wir jedenfalls nicht. Wollen Sie sich nicht auch setzen? Das lohnt sich nicht. Maria wird heute Abend nicht kommen. Ein Postbote. Und weil das Telegramm so schwer war, kam er nicht allein. Warum singt er sein Telegramm nicht? Der Herr hat einen Stimmritzenkatarr. Von der Erscheinung her, aber ein gepflegter Bariton. Ja, möchten Sie einen Rat von mir haben? Nicht unbedingt, aber wie Sie aussehen, werden Sie ihn trotzdem von sich geben. Bitte Kurzfassung. Hauen Sie hier ab. Oh, vorschnell ist die Jugend mit dem Wort, aber diese Scherereien, Kofferpacken, Sie das wird ja wohl noch zu schaffen sein. Und da ist noch etwas. Erschrecken Sie mich nicht. Sie werden Maria nicht wiedersehen. Das ist endgültig. Ich habe das todsichere Gefühl, er will uns foppen. Sie foppen mich wieder? Er foppt. Na schön. Wenn ihr nicht hören wollt, dann werde ich es euch zeigen. Dann holen Sie mal alles raus. Wofür muss ich denn sonst hässlich büßen? Ist das nicht was Süßes? Das kriegen Sie von mir zum Muttertag. Aber in hellblau. Na sicher. Jetzt habe ich es geschafft. Das Schloss? Nein, meinen Fingernagel abzubrechen. Bitte Daniel, nun kommen Sie doch langsam zum Schluss. Ja, komme ich ja schon. Bin ja gleich fertig. Wenn Sie inzwischen voraustraben wollen. Ja. Ah. Ruhe im Gerichtssaal, sonst muss ich die Öffentlichkeit ausschließen. Junge. Ah.